willkommen zu einem weiteren kurzen Video zu einem ganz coolen Tool. Hat mich heute jemand drauf gebracht in den Kommentaren, tatsächlich da mal wieder nachzuschauen, weil, unter dem Start des Videos hat jemand gefragt, ob wir nicht mal wieder so eine zufällige Welt mit CK2 Holy Fuel spielen wollen. Und ich wollte ja tatsächlich eine zufällige Welt spielen, mal wieder, unter anderem. Allerdings gab es da vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, einen Mod oder ein Tool im Prinzip, das es einem erlaubt, nicht nur eben die ganzen Titel, Namen, Religion, was auch immer zu randomisieren, was jetzt mittlerweile im Spiel mit drin ist mit Holy Fury. Allerdings ist das Ding hier halt, ja, es erlaubt einem halt auch die Map ganz neu sich generieren zu lassen oder entweder sie generieren zu lassen oder eben eine selbst zu erstellen. Die Links dazu, wie ihr das Ding hier bekommt, die werde ich euch in der Videobeschreibung hinterlegen. Und wie das Ganze funktioniert, das kann ich euch kurz zeigen. Schaffen wir mal das Tool hier so ein bisschen im Hintergrund. Genau, also ihr startet das Ganze hier dann einfach, müsst euer Verzeichnis angeben, wo Crystal Kings drin ist, und dann könnt ihr eine neue Karte erstellen. Beziehungsweise ich könnte tatsächlich, ich habe nicht schon eine erstellt, eigentlich habe ich das alles schon mal aufgenommen, aber irgendwie war mein Mic-Audio-Mixer, keine Ahnung, wie da rumspinnen, deswegen war das so eine Art Helium-Version, die zwar echt lustig klang, aber jetzt nicht im Sinne dessen ist, was wir eigentlich machen. Also ich habe schon eine erstellt, das ist Todea hier. Nur mal kurz, ich wollte sie euch zeigen, aber ihr werdet sie dann sehen, denn die werden wir auch tatsächlich bespielen, dann in unserem Mini-Let's Play zu dem ganzen total zufälligen Ding. Aber normalerweise funktioniert das so, ihr habt dann eben diese Karte hier, bzw. das Ding hier, ihr könnt einstellen, wie hoch die Provinzanzahl sein soll, normal sehr hoch, die Größe könnt ihr einstellen, ihr könnt das Klima einstellen, nördliche Hemisphäre, südliche Hemisphäre, also temperate oder heiß, wir können auch Planet machen, werden wir auch, oder habe ich auch bei unserer Map dann auch gemacht entsprechend. Und wir können jetzt einfach hier irgendwie einen Random Seed machen, ja, so. Und dann zeigt ihr uns eben das hier, wir können noch 1, 2, 2, 3, 1, 1 machen, so. Ein bisschen anders aus entsprechend, also man kann das random machen, tatsächlich. Man kann aber auch, das habe ich gemacht, tatsächlich sich in der Map zeichnen, ja. Das heißt, wenn, was natürlich gar nicht aus eigener Erfahrung gesprochen ist, wenn unter euch so viele Autoren sind, die schon immer irgendwelche riesigen, epischen Fantasy-Bücher schreiben wollten, und natürlich, wie jeder, der jemals daran gedacht hat, damit begonnen hat, erstmal eine Map zu zeichnen, wie das natürlich sich gehört für einen guten Autor, erstmal nur nicht schreiben, bloß nicht anfangen zu schreiben, sondern erstmal eine Map zeichnen, ja, mit den ganzen verschiedenen Regionen und was weiß ich, wo irgendwas stattfindet auf dem, in der Geschichte dann, wenn es niemals entstehen wird, aber egal. Ja, auf jeden Fall kann man das Ganze hier quasi auch umsetzen. Also falls ihr in der Map rumliegen habt, könnt ihr sie quasi verewigen oder könnt ihr das auf CK2 ausspielen und danach ein Buch darüber schreiben oder Videos darüber machen. Das ist doch eigentlich eine ganz coole Idee, oder? Aber wie viel können wir zeichnen hier? Ganz klar, wir haben hier Small, Large, mittlere, große Brushes. Wir können random, diese Randomness hier drüben, das stellt ein, wie sehr der Algorithmus dahinter das, die Map dann quasi verändert. Also wenn wir hier jetzt, also ihr seht, die Sachen sind relativ grob gehalten, ja. Wir machen mal hier sowas hier, zack. Ja. Wow, so eine brezelmäßige Geschichte hier. So. Schon mal zwei Kontinente. Mal hier eine Insel, da eine Insel. Da, so ein bisschen eine Inselkette im wahrsten Sinne des Wortes. So. Und jetzt sieht das natürlich jetzt nicht besonders imposant aus, ne? Wir machen ein paar Berge rein hier. Warte, kann man das L-mäßig machen hier. So. Hier einen fetten Berg, da einen fetten Berg. Hier ein bisschen in den Berg, da ein Berg, hier ein Berg. So, so. So. Hier, mitten auf der Insel noch ein Berg. Kann man eigentlich im Wasser auch Berge machen? Mach mal. Das große Bergmassiv im Süden. Das sieht aus wie eine Schnecke. Ja, das ist totale Absicht natürlich gewesen. So. Hier noch ein Berg, da noch ein bisschen. Also man kann das natürlich auch dann so schön mit Chokepoints hier machen und zubauen, zum Beispiel hier oder so. Wenn man so ein bisschen auch Flüsse simulieren möchte, hier kann man das natürlich auch machen. Hier so durchziehen. So. Das sind dann trotzdem natürlich keine Flüsse werden, sondern das wird tatsächlich hier Wassersand quasi sein. Also befahrbar mit Schiffen, sagen wir es mal so. Was auch besser sein könnte unter Umständen. So, hier und dann da oben rein. Hier noch einen kleinen Fluss. Und hier so ein Bergsee mittendrin. Noch ein See rein. So.
Hier nochmal so ist, was da rauskommt, hier, was da rauskommt, aus den Bergen kommen, hier, weil das sind ja immer die Quellen, ne? Und das Zeug da raus, so, hier noch ein See in der Mitte, wohlvoranmäßig halb. Ja, und das sieht jetzt alles natürlich nicht besonders geil aus. Wenn wir jetzt aber die Randomness hier anmachen und jetzt mal die Preview hier machen, dann sehen wir, dass wir keinen Namen vergeben haben. Das ist Snail, ja. Ja, wegen Snail. Offensichtlich. Wenn Sie Preview anschalten, so, seht ihr, jetzt hat er die ganzen Heidgeschichten hier generiert, die hat ja die ganzen Küsten so ein bisschen angerufft. Ihr seht auch die Flüsse und das ganze Zeug hier, sieht alles jetzt ein bisschen anders aus. Sieht eigentlich schon mal sehr nice aus. Würde ich sagen, das übernehmen wir mal so. Jetzt drücken wir Generate Full und hier steht hier unten das ganze Weile down. Das Ding wird dabei so aussehen, als sei es abgestürzt. Deswegen sehen wir uns gleich wieder tatsächlich im Spiel, wenn ich das Ding geladen habe. Dann kann ich euch zeigen, wie das dann aussieht im Spiel und wie dann normalerweise der ganze Vorgang weitergeht. Dann bis gleich. So, jetzt sind wir hier quasi im zweiten Dings, im zweiten Schritt des Ganzen. Wir müssen hier jetzt, ich habe das Ganze Test genannt. So, schauen wir uns mal die Testwelt an im Spiel, ob alles funktioniert hat. Dann führe ich euch noch ganz kurz, ja, ein bisschen durch den Vorgang. Oh Gott, ich hoffe, ich hoffe, dass der Sound funktioniert. Ja. Okay, also ihr seht schon, ne, da im Hintergrund. Das ist die Karte, die wir erstellt haben. Sieht ja schon mal ganz interessant aus. Neues Spiel in diesem Jahr hier. Spiel anpassen. So. So wie das jetzt hier ist, dürfen wir oder können wir das aber noch nicht wirklich spielen. Wir müssen zunächst einmal hier die zufällige Welt erstellen. Denn so wird das nicht funktionieren, nicht wirklich. Genau. Dann gucken wir einfach mal. Ich denke, wir lassen das hier alles mehr oder weniger auf den Standardeinstellungen. Müsste ich hier so drin ab, das sollte schon passen. Und generieren die Welt. Ihr seht schon, also dadurch, dass wir Planet gewählt haben, haben wir hier diese netten Geschichten, dass wir hier in der Mitte eben die Wüste haben und so. Und im Winter dürfte dann das hier alles auch zugeschneit sein. Und wow. Heiliges Kaki. Was? Heiliges Kaki-Rajas Reich. Okay. Wir sind bewaldet auf jeden Fall hier. Emperor Ashot von Heiliges Kakirayas Reich. Okay. Also, ne, ihr seht, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn man wirklich nur mit einer anderen Map spielt. Sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. Das gefällt mir hier. Es gibt halt kein richtiges, eher so Zentralmassiv in dem Sinne. Uns das Ganze ein bisschen hier anschauen. Wo haben wir denn die. Die Reiche kann ich mir ja zeigen lassen, ne? Könige sind das Höchste. Hier, ziemlich viele große Königreiche hier in dem Gebiet. Mai Kandala von Kulea. Ah, Numidia ist hier. Ist klar. Irgendwie östlich aus. King Num? Ach, King Num von Numidia. Das passt ja. Nuvuk der Eroberer. Oh, stimmt ja, diese ganzen Optionen, die können wir auch noch einstellen, dass ja irgendwelche Leute auftauchen, die uns alle erledigen wollen. Ja, also eine Sicht, ne, das öffnet nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ich weiß, bin mir noch gar nicht sicher, ob wir jetzt diese Karte spielen oder ob wir meine Toria-Karte spielen. Das wird sich noch zeigen. Allerdings, ja, weiß ich gar nicht, wann, also wie viele Erfolge, es wird wirklich nur eine kurze Serie, um ein bisschen reinzugucken, wie sich das hier auf die Schnelle so entwickelt. Und wir gucken mal, spätestens nächstes Jahr habe ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit. Dann können wir ja sowas hier in größeren Stil mal reinschieben. Ja, wie gesagt, wollte ich euch eigentlich nur das Tool zeigen. Also das öffnet nochmal einige neue Möglichkeiten, wirklich alles auf Zufall zu stellen und zufällig zu spielen. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Links sind dazu in der Beschreibung und viel Spaß. Ciao, ciao. Euer Ton.